Willkommen bei Ihre beste Wahl. In diesem Video besprechen wir den besten Elektrorasenmäher. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf Ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Elektrorasenmäher, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5. Wolfgarten ist 3200E Elektrorasenmäher. Der Wolfhof ist 3200E ist ein außergewöhnlich preiswerter elektrischer Rasenmäher, der jedoch hervorragende Ursachen für winzige Höfe leistet. Es ist einfach gepflegt, speziell für Anfänger oder statt Einzelpersonen hat es eine hohe Kapazität. Der Wolfhof ist 3200E hat einen 1000 Watt Elektromotor. Dies macht es vor allem ideal für kleinere Grasgrade, nach Angaben des Lieferanten 150 Quadratmeter. Für Sichelrasenmäher bleibt er in der günstigsten optimalen Leistungsanlage. Umzug auf Nummer 4, Busch Rotak 32 Elektrorasenmäher. Das Mähen des Hofes ist extrem einfach und auch geradeaus mit ihm. Durch die Agilität und Einfachheit des Rasenmähers wird er zusätzlich als optimaler Frauenrasenmäher bezeichnet. Der Busch Rotak 32 schreibt einen 1200 Watt Elektromotor zu. Dies macht es weitgehend geeignet für kleinere Sand, nach Angaben des Lieferanten 400 Quadratmeter. Bei Sichelrasenmähern verbleibt er im reduzierten optimalen Leistungsspektrum. Auf Platz 3, Busch Rotak 40 Elektrorasenmäher. Der Busch Rotak 40 ist ein effektiver elektrischer Rasenmäher für mittelgroße Werften. Es ist leicht, hat aber immer noch einen soliden Motor. Es ist hervorragend für Gartenliebhaber, die etwas höhere Bedürfnisse auf ihren elektrischen Rasenmäher setzen. Der Busch Rotak 40 schreibt einen 1700 Watt Elektromotor. Dies macht es ideal für Werkzeug zu großen Yardgrad, nach dem Hersteller 800 Quadratmeter. Für Sichelrasenmäher bleibt er im top-optimalen Leistungsfeld. Umzug auf Nummer 2, Einhell GCM 1743 HW Elektrorasenmäher. Die Einhell GCM 1743 HW hat die besten Attribute für mittelgroße Werften, ist aber trotzdem wirklich preiswert. Die Menge an Kunststoff in der Handhabung ist zusätzlich nicht für jedermann. Der empfohlene Hof für eine perfekte Nutzung ist, nach dem Hersteller, so viel wie 700 Quadratmeter. 700 Quadratmeter Empfehlung ist eine ziemlich große Rasenfläche für elektrische Rasenmäher. Dank einer enormen Reduktionsgröße und auch eines soliden Elektromotors sollte das Trimmen eines so großen Standorts in der Regel ziemlich schnell und auch zuverlässig sein. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, Einhell GCM 1030-1 Elektrorasenmäher. Die Einhell GCM 1030-1 ist unser Benchmark-Sieger. In kleinen Yards, es gibt sehr große Ergebnisse, zu einem fast unerreichten Kosten. Wenn man bedenkt, dass es zusätzlich winzig und auch leicht ist, ist es auch hervorragend für Bewegungsfreiheit und auch eine tatsächliche Bereicherung für jede Art von Hof. Der Einhell GCM 1030-1 verfügt über einen 1000 Watt Elektromotor. Dies macht es weitgehend geeignet für kleinere Yardgrade, nach Angaben des Lieferanten 250 Quadratmeter. Für Sichelrasenmäher bleibt er in der günstigsten optimalen Leistungsanlage. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.